Wir schreiben den 27. Fex. Nachdem ihr gestern Reichsregentin Ehmer und ihren Stab kennengelernt habt, sind eure Vorbereitungen deutlich fortgeschritten. Nach dem Turnier sollt ihr die Evakuierung leiten und die Reichsstraße bis zur Trollmauer kontrollieren. Ömer hat bereits sein eigenes Erspartes in Nahrungsmittel investiert, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Während er und die Basaltfaust Rafim durch Gareth zieht und einkaufen, wollen die anderen vier Helden dies ebenso tun. Abelmir braucht ein Pferd, weshalb Isarun den nördlichen Viehmarkt vorschlägt. Und so schreitet ihr durch das Tor. In Richtung der Passage nach Werheim bleibt allerdings dann auch hier einmal kurz stehen. Dies soll also das nördliche Viertel sein, das Viertel der Tobria. Ihr seht euch etwas um. Die Reichsstraße 2, die hier entlangläuft, nach Norden führt, hat euch bisher gar nicht so sehr gekümmert. Ihr wolltet einfach immer in Richtung Norden aufbrechen. Aber Jens, wenn ihr euch noch einmal umseht und schaut, in welcher Bredouille die eigenen Landsleute, zumindest die Tobria, leben. Auf der linken Seite könnt ihr zumindest ein Viertel erkennen, was wohl etwas betuchteren Leuten noch zur Verfügung steht. Aber je weiter ihr nach Norden kommt, desto ländlicher wird das Viertel, desto mehr Matsch werdet ihr sehen. Wenn ihr dann aber eurem Weg weiter folgt zum Viehmarkt, dann könnt ihr hier viele Koppeln, Käfige und Pferche erkennen. Auf dem wahrscheinlich größten Lebendmarkt Aventuriens. Hier wird Klein- und Großvieh präsentiert. Händler rufen lauthals ihre Angebote durcheinander. Käufer versuchen sich im allgegenwärtigen Gebrüll das Gehör zu verschaffen. Und manch ein Gareter, der hier auch behauptet, der Viehmarkt in Rosskuppeln übertreffe, sich mit seinem beißenden Gestank selbst die städtische Kloake. Seht euch das mal an. Was ein Betrieb. Alan schaut sich allenthalben mal um, versucht das ein oder andere vielleicht bekannte Gesicht zu erkennen, aber in der Masse wird sich da wohl niemand heraustun. Ja. Meint ihr wirklich, wir sind hier richtig? Ich sehe gerade nur Hunde und Ziegen. Vieh gibt's hier anscheinend genug. Vielleicht sollten wir mal eins der Straßenkinder fragen, ob die wissen, wo hier die Pferde, die Reitpferde angeboten werden. Ich schaue mich mal nach einem um. Es ist bedrückend zu sehen, wie die Leute hier leben müssen. Warum kümmert sich die Oberschicht von Gareth nicht um dieses Viertel? Wie denn? Wovon denn? Es ist kein Gold mehr da, Abelmir. Ich fürchte fast, es sind einfach zu viele Flüchtlinge. Selbst mit dem vielen, das Störrebrandes bezahlt, konnte ich es nur einigen wenigen Leuten aus der Heimat ermöglichen, zumindest ein Dach über dem Kopf zu haben. Und ja, es kann auch nicht so schwer sein, ein paar vernünftige Unterkünfte zu stellen, nicht in diesem Schlamm und Dreck zu wohnen. Ich glaube, ihr unterschätzt die Mengen an Leuten, die hierher gekommen seid, mit mir. Die Stadt wächst sehr viel schneller, wie es mir scheint, als man mit der Ordnung hinterherkommt. Es ist eigentlich Zeit, dass die Praioskirche einmal durchgreift, wenn die Obrigkeit das nicht kann, aber... Ach, die Praioskirche. Was die Leute hier brauchen, sind die Travianer. Die Praioskirche ist dafür da, die Obrigkeit wieder auf den rechten Pfad zu führen, wenn sie versagt, wie es hier wohl scheinbar der Fall ist. Das würde es nicht beheben, Jalan. Nein, wir müssten das Problem bei der Wurzel beheben. Die Wurzel liegt auf der anderen Seite der schwarzen Sichel. Während Isarun sich ein bisschen unschlüssig umsieht nach einem kleinen Jungen oder einem Kind, kannst du dann auch sehen, wie ein kleines Kind auf dich zukommt, ein Mädchen, ungefähr 10 Jahre würdest du sagen, ziemlich dick, strohblonde Haare und kommt mit einem Lächeln auf dich zu, verbeugt sich dann auch höflich und artig, legt ihre Hände auf die Schürze. Guten Abend, guten Tag, hohe Dame, ich möchte Sie einladen für meinen Herrn Alrik Brinn Rossberg, vorbeizuschauen in der Schmiede, die ihr dann gleich hier findet, und er würde sich sehr gerne um eure Pferde kümmern, wenn ihr welche habt, und ihr seht sehr betucht und sehr reich aus, und deswegen soll ich jetzt zu euch gehen. Die zwei sind große, meine Kleine. Das hast du gut gesagt. Wir wollen gerne vorbeischauen. Im Moment sind wir allerdings auch noch auf der Suche nach einem Pferd. Kann dein Herr uns vielleicht einen guten Pferdehändler empfehlen? Nein, bestimmt, das weiß ich nicht. Er ist eigentlich nur Hufschmied und deswegen sollte ich zu euch gehen.
Nun, wenn er Hofschmied ist, kennt er sich mit den Pferdehändlern wohl etwas aus. Vielleicht sollten wir ihm einen Besuch abstatten. Das stimmt. Dann darf ich euch gerne zu seiner großartigen Schmiede, der besten in ganz Gareth, außerhalb von Gareth führen. Ja, danke dir. Wir folgen dir. Ich flüster mal zu Habe mir. Ist Eisingers Schmiede nicht auch außerhalb von Gareth? Nun ja, das sind Details. Verkaufsgespräche, ihr versteht. Dann mehr ja wie eine dreiste Lüge. Aber vielleicht weiß er es ja nicht. Ja, dann könnt ihr dem kleinen Mädchen durch den Matsch folgen. Sinkt auch das ein oder andere Mal ein in dem Schlamm. Ein bisschen Scheiße, was da auch rumliegt. Erinnert euch so ein bisschen an Andergast. Auch wenn Andergast halt noch widerlicher ist. Bis ihr dann vor einer großen Schmiede steht, die auch außerhalb des Gebäudes so einen kleinen Unterstand hat, damit es da eben nicht direkt anfängt zu brennen. Was euch allerdings ein bisschen anwidert, direkt neben der Schmiede ist wohl auch ein Schlachter, der da gerade Fleisch von merkwürdiger Herkunft gerade klein hackt und so eine riesige Blutwanne da aufgestellt hat. Was euch jetzt erst ein bisschen anwidert, aber na gut, gehört nicht zu der Schmiede. Unterhalten sich da wohl gerade und dann kommt der Schmied wohl gerade mit seinen schwieligen Händen dann auf euch zu. Ziemlich hünenhafter Mann, dunkler Schnauzbart, wischt sich gerade seine blutigen Hände ab, wo auch immer das Blut herkommt. Na gut, er stand eben gerade neben dem Schmied. Putzt sich das einmal an seiner Schmiedeschürze ab und gibt euch dann seine schwielige Hand. Guten Tag, junge Dame. Ihr seid hier, wie Dorlan euch angewiesen hat. Sehr gut. Wie viele Pferde habt ihr denn, die da versorgt werden müssen? Derzeit wohl noch keines. Wir hatten gehofft, dass ihr uns erst einmal einen guten Händler empfehlen könnt. Von dem wir dann die Pferde natürlich direkt bei euch vorbeibringen möchten. Ja, Händler gibt's ja auf dem Viehmarkt sicherlich eine ganze Menge. Ihr kennt doch wohl einen, der vertrauenswürdig ist. Ja, hier ganz nebenan, die gute Ondwina, Alrixröder, die ist eine richtig gute, kompetente Händlerin. Ausbilden tut sie nicht selber, aber den besten Preis bekommt ihr bei ihr. Einen Moment, ich komme gleich mit. Immerhin könnte ich euch auch gleich noch die Hufeisen dazu aufschwatzen, nicht wahr? Brauchen werden wir wohl auf jeden Fall welche, nicht wahr, sehr richtig. Magister? Wohl wahr. Ja, und während dieser hünenhafte Mann dann mit euch losgeht, legt er dann auch Isarun seine blutige Hand auf die Schulter und drückt sie dann so ein bisschen mit und liebevoll, ne? Liebevoll, aber bestimmend in Richtung wohl einer Pferdehändlerin, die da gerade steht, mehrere Pferche. Eine ziemlich attraktive Frau, die da auch gerade mit einem Kunden ziemlich am Reden ist, plappert und Isarun ist erstmal total angewidert von dem blutigen Handabdruck, den jetzt der Schmied wohl an deiner Robe hinterlassen hat. Ja, ich verziehe mal so ein bisschen mein Gesicht, aber ich erkenne ja die gute Intention dahinter. Alrixröder, ich habe hier ein paar Kunden für dich. Danach können wir uns dann über die Modalitäten unterhalten, ne? Ja, ich komme. Ja, das ist ja schön. Ihr wollt also Pferde kaufen, ja? Wohl wahr, schöne Dame. Die zwei wird zum Gruße. Ja, der Herr hier wünscht sich ein gutes Reitpferd, nehme ich mal an, oder? Abemir. Richtig. Was hattet ihr im Angebot? Ihr seid auf alle Fälle ein Topria, das erkenne ich auf alle Fälle an eurer Stimme. Und ihr seid ein Almadane? Horasia, schöne Dame. Horasia. Verbeugt mich tief vor ihr. Ja, sie versucht auch zu knixen. Du siehst allerdings, dass sie das zum ersten Mal macht in ihrem Leben. Ich habe hier verschiedene Pferde, die ich euch anbieten kann. Soll es almadanischen Schritt tänzeln können? Soll es sich hinlegen? Soll es sprungsicher sein? Schrecksicher? Soll es sich an das Gespann gewöhnt haben? Wofür braucht ihr das Pferd? Ich schaue Jalan fragend an. Ich weiß nicht, was dies bedeutet, aber es sollte einen ruhigen Gang haben. Reitertreue, Schlachtfeld erfahren. Magister, wollt ihr darauf nur reiten oder wollt ihr im Turnier mitmachen? Ich wollte auf diesem Pferd nur reiten. Nun dann, ich denke, in Almadana Schritt können wir uns wohl sparen. Es sei denn, der Magister möchte das Geld hinlegen. Was ist ein Almadana Schritt? Euch das jetzt zu erklären, würde ein wenig dauern. Also es ist wahrscheinlich unnötig. Es ist eine Ausprägung der Ehe. Kiaras, ihr könnt das auch am besten erklären, denke ich. Ihr werdet es nicht brauchen.
Es ist eine Ausprägung von Rajas höheren Künsten, aber wir sind ja eher für das Praktische hier, nicht wahr? Naja, aber genau. Ja, wenn ihr schon mal ein Pferd kauft, das ist eine Investition, die man nur wahrscheinlich einmal in seinem Leben tut. Und da stelle ich mir immer die Frage, etwas nicht brauchen und dann, naja, nicht haben oder man hat es und braucht es vielleicht nicht, aber wenn dann die Zeit gekommen ist, dann kann es das eventuell schon und naja, ihr sagt ja selber, dass ihr euch damit nicht auskennt. Und wenn man diese Investition nur einmal, vielleicht ein zweites Mal in seinem Leben tut, dann kann man natürlich da auch wenig hinterher ausbilden. Die Tiere müssen natürlich sehr jung sein, wenn man dann noch mit ihnen redet, wenn man ihnen etwas beibringt. Und dann ist natürlich wichtig, ob man dieses Pferd auch vorführen kann, eventuell bei seinen horasischen Genossen. Naja, und ich würde einfach mal sagen, wenn man dann so eine Präsentation macht, eventuell in seiner Gelehrtenstube, und dann kann man draußen auf dem Balkon nach draußen treten und das Pferd rollt sich oder macht dann einmal da das Tänzeln. Oder stellt euch vor, ihr reitet damit in eine Schlacht und das scheut dann, oder, naja, also. Nun gut, ich will es etwas einmal präzisieren. Es sollte eine ruhige Gangart haben. Ja. Es sollte nicht vor Schlachtgeräuschen und Kämpfen zurückscheuen. Ja. Ein formidables Aussehen besitzen. Und, nun ja, eine gewisse Treue zu seinem Herrn entwickeln, hoffentlich. Natürlich, alle meine Pferde sind herausragend ausgebildet. Und glaubt mir, so wie er aufsteigt, sollte er sich vielleicht auch abknicken können. Ja, vielleicht eher ein erfahrenes Pferd, so ein gutmütiges, das seinem Reiter vielleicht auch noch etwas beibringen kann. Nun, dann würde ich euch doch empfehlen, den hohen Herren, dass ihr, oder auch Damen, dass ihr, geht doch am besten hier, ein Stand weiter. Da ist die Selinde Tannhaus, eine ziemlich gute Schlachterin und sie kann euch etwas von ein bisschen Pferdewurst probieren geben, während ich dann die Modalitäten mit unserem Freund Horasia hier kläre. Ich zeige euch ein paar Pferde, wahrscheinlich nur die besten. Ich werde hier vorne in diesen Pferchen halte ich natürlich nicht die besten Sachen. Die besten sind dann hinten. Dann könnt ihr mir folgen, während die anderen Herren auf Speis und Trank bei Fräulein Tannhaus eingeladen werden. So wollen wir verfahren. Ruhig, meine Dame. Areno, ich nehme an, ihr wollt euch das mal begucken. Ja, durchaus. Ich weiß ja nicht, wie viele Pferde ihr in Kunchong gesehen habt, aber na, da unten hat man ja doch was deutlich anderes als hier oben in Gareth, nicht wahr? Ja, ich bin sehr neugierig darüber, was es hier für Pferde gibt. In meiner Heimat gibt es definitiv andere Tiere. Ja, es wäre durchaus lehrreich, zu sehen, was im Angebot ist. Ihr seid natürlich eingeladen, euch die Auslagen anzusehen, also alles das, was hier vorne steht. Und ich werde währenddessen den Vertrag gemeinsam mit unserem Freund hier aufsetzen und ihm die Pferde zeigen. Ist der Sattel und das Zaumzeug inklusive? Darüber reden wir gleich. Gut. Das bedeutet nein. Ja, dann legt sie dir auch liebevoll eine Hand auf den Arm und würde dich dann in Richtung Inneres ihres, es ist so ein halber Stall, halbes Haus aus Stein, würde sich dann so ein bisschen reinziehen. Ist natürlich ein bisschen offener, ein bisschen größerer. Da kannst du dann auch in dem Inneren kannst du auch mit Pferden gut dann lang gehen und sie würde dann gleich in Richtung eines Innenhofes gehen, der dann einen abgeschlossenen Bereich hat, während, ihr schaut euch nochmal um, aber mir verschwindet da jetzt im Inneren. Sie hatte euch irgendwie einmal den Schmied gewiesen, der da gemeinsam mit euch lang gegangen ist. Dann gab es da irgendwie Speis und Trank bei einem Schlachterin. Ja, Pferdewurst. Ach, habe ich schon lange nicht mehr gegessen, aber. Nun, da wo wir unterwegs sind, hat man normalerweise keine Pferde mehr, die man schlachten könnte. Ihr schlachtet Pferde? Was also, tut ihr denn mit Pferden, die nicht mehr reiten können? Sie werden selbstverständlich dem Raya-Tempel übergeben, dass sie einen guten Lebensabend bekommen, aber ein Pferd zu schlachten ist so ziemlich der größte Frevel, den man überhaupt einer Göttin machen kann. Das würde bedingen, dass es einen Raya-Tempel gibt, an den man sie übergeben kann. Es wäre, als wenn du eine Gans schlachten würdest. Das ist absolut undenkbar. Also Mutter Gunda hat immer gesagt, solange wir darauf achten, dass jeder was von der Gans abbekommt, sei das in Ordnung. So ist das halt auf dem Land. Das ist
barbarisch. Also, leiten kann man sich nicht leiten. Hoher Herr, wie darf ich euch nennen? Ihr dürft mich gerne Ottwina nennen oder Fräulein Alrixröder, ganz wie ihr mögt. Nennt mich Abelmir, schöne Frau. Abelmir, ausgezeichnet. Gut, dann darf ich euch das erste meiner Pferde präsentieren. Das ist ein Schadif. Das sind etwas kleinere Tiere, etwas dünnere Tiere, kompakt. Wenn man keine Kutschen oder so etwas ziehen will, dann sie geht einmal zu einem Pferd heran. Es ist tatsächlich ein bisschen dünner und bindet ihr dann auch noch so ein kleines Schleifchen in das Haar. Sieht gleich ein bisschen hübscher aus, als es das eben noch aussah. Und ja, streicht nochmal ein bisschen über das Fell, klopft nochmal auf den Hals. Oh, ganz ruhig. Und naja, wie gesagt, das sind Tiere, wenn ihr, ihr seid ja nicht allzu sehr kräftig, wenn ihr selber nicht schwer gepanzert in eine Schlacht ziehen wollt, sondern euren Freunden aus dem Horasreich etwas zeigen mögt, dann soll es euch sehr, sehr gut dienlich sein. Wie gesagt, Jadiv sind großartige Tiere, die Tiere von den Novadis, die euch ja auch sehr zu verbunden sind. Zumindest habe ich das gehört, dass sich das Novadische Reich und die Horasia sehr gut verstehen, wenn ich richtig informiert bin. Ja, es gibt gewisse Differenzen in der Grenzziehung. Sie wissen manchmal nicht, wo ihr Platz ist, aber das ist eine andere Sache. Es sieht sehr schnell aus allerdings. Ich gehe mal rum und täusche so vor, Ahnung von Pferden zu haben, was man sich wahrscheinlich völlig daneben geht. Ja, also wenn du magst, kannst du auch gerne mal Tierkunde würfeln oder abrichten, das wäre auch eine Möglichkeit. Überzeugen, oder? Wieso überzeugen? Na, um ihr zu vermitteln, dass er Ahnung hat, obwohl er keine hat. Wäre das nicht eher aber reden dann? Also, sie wird sowieso sehen, dass du keine Ahnung hast. Ja, aber mir war nett mit dir. Das Pferd, ja, ist es ein Pferd. Wenn das als Novadi-Pferd, als Shadiv ausgegeben ist, ja, du weißt, dass es diese Tiere gibt. Und die sind wohl alle ein bisschen kleiner und alle ein bisschen dünner. Das könnte ziemlich schnell sein. Müsste man natürlich mal Probe reiten, aber. Ja. Also wenn du dann so rumgehst, wird es auch nicht austreten, ist da einfach nur angebunden und kaut auf irgendwas rum. Ich schau mal an deine Ohren. Ja, es sind ein paar eklige Schleimspuren im Ohr, aber naja gut, das was Pferde eben im Ohr so haben. Ein paar Fliegen, die da rumfliegen. Nun, was habt ihr noch im Angebot? Ja, wenn ihr etwas Größeres haben wollt, wir haben auch ein paar Warunka, die sind allerdings etwas älter, die haben wir aus der Heimat noch mitgebracht. Ihr müsst wissen, Warunk liegt in Tobrien, da wo wir herkommen und das sind dann etwas bessere Tiere, die dann stärker sind, die kann man dann auch mit Schlachtplatten ausstatten, wenn man in den Krieg reiten möchte, eventuell habt ihr das ja auch vor. Sie sind auch sehr, sehr immun gegen die Kälte. Und ich glaube, das wird nicht nötig sein, sie mit einer Schlachtrüstung auszustatten. Ich dachte mir, etwas irgendwo zwischen einem schweren und diesem, nun sagen wir, leichten Pferd. Habt ihr etwas dazwischen? Etwas dazwischen? Naja, wir könnten natürlich dann auch in Richtung Almada gehen. Das sind natürlich Pferde, die wir auch hier haben. Habe ich da noch eins da? Ja, ihr dürft gerne noch einmal mitkommen. Sie führt dich dann noch an einem Stall vorbei, da kannst du dann eben ein bisschen dickere Tiere erkennen. Das sind wahrscheinlich diese Warunka, von denen sie gesprochen haben. Auch wenn die Bäuche gar nicht mal so dick aussehen, sondern eher aufgebläht. Und ja, dann führt sie dich zu einem Pferd mit weißer Farbe. Gut, jetzt bist du nicht mehr in der weißen Gilde und führst keinen weißen Rock mehr, aber das ist so das, was genau dazwischen liegt. Ist ein sehr durchschnittliches Pferd. Und mehr kannst du dazu nicht sagen. Die sieht doch sehr schön aus. Ich gehe mal einmal rum. Guck mal, also ist es gut genährt? Also da stehen die Rippen nicht davor. Ein paar Rippen kannst du erkennen, ja. Ja, dieses Pferd haben wir vor ein paar Wochen erst reinbekommen. Ein Rittersmann, der sich auf der Reichsstraße das Bein gebrochen hat und er konnte leider nicht mehr seinen Ritt antreten. Dementsprechend hat er es uns überlassen für einen Spottpreis. Ich trete mal näher an den Kopf heran. Scheut das Pferd zurück irgendwie, oder? Auf welcher Seite stehst du denn? Auf der rechten oder auf der linken? Auf der rechten. Ja, also das eine Auge schaut dich an und blinzelt mal ein bisschen, hat dich auf alle Fälle erkannt.
Dann stelle ich mich mal direkt vor das Pferd, sozusagen, dass ich mich mit beiden Augen sehen kann. Hm. Scheut es nicht zurück? Nee, erstmal nicht. Dann gehe ich mit dem Kopf näher ran. Dann mal einen halben Schritt. Reagiert erstmal nicht. Also schnappt nicht nach dir, kaut wieder auch auf irgendwas. Du kannst aber wohl sehen, dass in dem Trog Früchte, zumindest riecht das sehr fruchtig, und du kannst auch ein paar Fliegen in dem Trog erkennen. Also es riecht einfach süßlich nach Obst. Gute Frau, habt ihr vielleicht eine Möhre für mich? Eine Möhre? Ja, die kann ich euch natürlich auch geben. Wenn ihr mögt, sie greift einmal in ihren hintere Tasche und holt dann, nachdem sie da wohl irgendwas anderes weggesteckt hat, gibt sie denen auch eine Möhre. Dann nehme ich diese Möhre und strecke sie dem Pferd so halb entgegen mit der rechten Hand. Nüstern lehnen sich ein bisschen auf und kannst es dann auch an deiner Hand spüren, wie es dann schnuppert. Gutes Pferdchen. Wie heißt es übrigens, das gute Pferd? Oh, es hat noch keinen Namen bekommen. Ihr könnt es also nennen, wie ihr mögt. Wir haben uns damals um den Namen nicht gekümmert bei dem Rittersmann, der es in die Schlacht führen wollte. Ja, dann würde ich mal der Möhre näher rangehen, was sozusagen frei fressen kann. Ja, gut. Schnuppert, wie gesagt, nochmal ein bisschen und knapselt dann mit den großen Zehen am ersten Stück der Möhre. Dann mit der linken Hand ganz langsam so probieren, mich dem Kopf zu nähern. Ja. Und probier es zu streichen über die Nüstern. Ja, schreckt ein bisschen zurück als erstes, wenn es dann die Hand kommen sieht oder nicht kommen sieht. Und lässt sich dann aber von dir streicheln. Dies scheint mein adäquates Pferd zu sein. Ausgezeichnet. Dies würde ich nehmen. Da habt ihr sogar Glück. Das, was euer Begleiter sagt, der Sattel ist sogar dabei. Den brauchte der Ritter nämlich auch nicht. Und wie gesagt, es wurde für uns für einen Spottpreis überlassen. Die Ausbildung mussten wir selber nicht bezahlen, lediglich das Essen. Also sagen wir für einen Horasier wie euch 150 Dukaten. Nun, dies scheint mir ein angemessener Preis zu sein. Ich denke auch, samt Zaumzeug, Sattel und ist es wie gesagt gut eingeritten, hat dem Ritter einige Dienste getan und da er aus eigenem Verschulden dann von diesem Pferd gefallen ist, ich denke auch, setzen wir doch einen Vertrag auf. Gut, tun wir das. Gut, derweil die anderen bei der Schlachterin, Selinde Tannhaus. Ist eine grobschlächtige Frau, die ein bisschen in der Nase popelt, hat da so ein paar scharf angebratene Pferdestückchen, also lange Lappen, Hautlappen oder na, was heißt Hautlappen, Fleischlappen, die dann in Kräutern gebraten worden sind und dann könnt ihr euch draußen hinsetzen, könnt ihr dem Treiben zusehen auf dem Viehmarkt. Wie gesagt, der größte Avedurians, der eine oder andere zwielichtige Tobria läuft auch umher. Ihr könnt ein paar kleinere Kinder sehen, die sich da schon schlagen. Ob da irgendwelche Knüppel ausgepackt werden. Grundlos werden da dann Kinder verdroschen. Also Kinder, die Kinder verdroschen. Es ist ziemlich schmutzig. Und jeder geht hier so seinem eigenen Handwerk nach. Verschiedene Schmiede, verschiedene Tagelöhner, Gasthäuser, Reliquienhändler, also auch einer kommt dann, während ihr dann draußen sitzt, kommt dann zu euch und bietet euch dann Reliquien vom heiligen Leoma an, hat da wohl irgendwie einen leibhaftigen Riesen erschlagen und das Haar vom Riesen bietet er euch an, den Leoma erschlagen hat, kostet nur 5 Heller. Auch noch ein paar blutbesuhlte Gewandfetzen von dem heiligen Leoma, irgendwelche roten Roben von dem Rondra-Geweihten. Und hat er irgendwas weniger Rondra-Affines? Was sucht ihr denn, mein Herr? Was sucht ihr denn? Ich hab alles. Ich kann euch... Hagen kann euch alles besorgen. Ihr seht aus wie ein Preiosgeweihter. Wenn ihr wollt, ich könnte euch auch vielleicht ein paar Gewandfetzen vom heiligen Quanjorn bringen. Ich dachte, das ganze Gewand sei verschollen. Wo habt ihr die denn her? Was? Ich hab... In Tobrien findet man ja den einen oder anderen und der kann einem sowas dann besorgen. Und dann habe ich eben ein Gewandfetzen nur ein Stück habe ich noch, aber das könnte ich euch besorgen. Gerade wenn dann die Preiskirche kommt, dann, ich denke, dieses Gewandstück vom heiligen Quanjon muss euch übergeben werden. Sagen wir 10 Heller. 10 Heller für die Gewandfetzen vom heiligen Quanjon. Und warum nicht?
Erstmal, wie groß ist denn dieser Fetzen? Oh, einen Moment, er greift in seine Tasche. Würfel mal Sinnschärfe. Mhm. Hören. Oh, hören sogar, okay. Er reißt sich jetzt was aus seiner Tasche ab. Moment, Moment. Die anderen dürfen auch würfeln. Acht über. Mhm. Maxi Schwein ist jetzt. Ja, du hast irgendwie Stoff. Irgendein Stoffstück reißt gerade und hat er sich wohl wahrscheinlich verheddert oder so. Irgendwann kannst du sehen, dass es so ein weißer Stofffetzen ist. Ist auch so ein bisschen feucht. Er gibt ihn dir in die Hand, warum auch immer der feucht ist. Und er riecht komisch. Wir haben ihn neulich säubern lassen und seitdem ist das Blut von Quanion weg, aber es ist ja, gut. Was säubert ihr denn den Gewandfetzen? Seid ihr denn des Wahnsinns? Verzeiht, ich dachte, das erhöht den Wiederverkaufswert. Blut auf der Kleidung ist natürlich nie ganz gut. Ich kann doch das Blut eines Heiligen nicht einfach abwaschen. Ich bekomme noch 10 Heller von euch, mein Herr. Ja, hier nehmt. Will's willen. Wenn ihr eines Tages vor Rittern steht, könnt ihr das aber erklären, das glaubt mir. Ja. Ich habe auch noch sonst Gewandfetzen und ein Schwert von Rittern. Nicht, na gut. Ich atme tief aus. Der heilige Rittern. Ich hoffe, dass er in diesem Zeitpunkt weggegangen ist. Ja, er sieht schon, dass du gerade einen roten Kopf bekommst und verabschiedet sich dann und läuft dann auch weg. Du kannst erkennen, dass ihm wohl ein Stück seiner Hosentasche fehlt. Ganz merkwürdig. Ich leg dir so einen Arm um die Schultern. Ganz ruhig, Kapitän. Ich werde das Gefühl nicht los, dass man mich beschissen hat. Oh, das hat man auf jeden Fall. Ja, der Mann versucht auch nur seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ach, lasst ihm die Beine. Gebrauchen kann er sie sicherlich. Wenn man all diese Leute hier zwingen könnte, sich eine ehrliche Arbeit zu suchen, wäre das gut. Aber so viel gibt es wohl in ganz Garrett nicht. Ist aber schon eine Schande, zu sehen, wie unsere Landsmänner und Frauen hier hausen müssen. Glaubt es mal. Ich habe versucht, von dem wenigen Geld, das wir von Störreband kriegen, ein paar Leute zu behausen. Aber selbst wenn man ein bisschen Geld hat, gibt es hier draußen ja nicht viel. Ihr könnt auch erkennen, wie diese kleine Gesellin, diese Dorlin, die als erstes auf Iserun zugekommen ist, die torkelt wohl gerade über den Viehmarkt mit einer Flasche schwarzer Inhalt und nimmt wohl auch gerade einen großen Schluck. Wie alt sah die aus? 10 Jahre ungefähr. Nochmal, Karinor. Bei den Göttern. Was sagt Raya denn zu besoffenen Kindern? Eigentlich gibt es definitiv strenge Altersbeschränkungen. Kiaras, du darfst gerne mal Zechen würfeln und die anderen auch, allerdings ist es für die um 3 erschwert. Nee. 3 erschweren ist es drin. Isarun kann erkennen, dass das kein Alkohol ist, sondern eher Bohrenwein. Sagt einmal, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber euer Gnaden, schaut einmal, das ist doch kein gewöhnlicher Alkohol, oder? Nun, das sieht nicht so aus, aber was würdet ihr vorschlagen, was es sein soll? Ich bin mir recht sicher, dass ich das schon mal gesehen habe und das war Bohrenwein. Bohrenwein? Hier? Absolut unmöglich. Wie sollte Bohrenwein man in so einem Viertel an Bohrenwein herankommen? Woran waren wir bis vor einigen Jahren noch frei zugänglich in Gareth? Und seit einiger Zeit ist er verboten. Abelmir kommt ziemlich wohl kaum glücklich. Vergessen worden zu sein. Abelmir kommt ziemlich glücklich mit einem Pferd, Zaumzeug in der Hand, wieder zurück auf die Straße. Schaut einmal, ein schönes Tier. Nicht wahr? Strahl und bin völlig stolz auf dieses Pferd. Und es sieht in der Tat reichlich prächtig aus, lasst mal sehen. Ich guck dem Vieh mal ins Maul, nur so Richtung Zähne. Nicht, dass er in den ersten 20 Jahren als Gaul angedreht bekommen hat. Ich möchte mir das Pferd noch einmal genau anschauen. Ja, Kiaras, du musst gar nicht würfeln, du kannst auf den ersten Blick schon sehen, ist auf einem Auge blind. Und auch, humpelt ein bisschen, lahmt ein bisschen zumindest an dem einen Fuß. Damit kann man nicht wirklich viel mehr erreichen.